gerade in Little India, da war so ein süßer Bazaar, den ich wohnt. Haben uns dann was zu trinken geholt, waren auch in so einem bisschen gruseligen Gebäude, weil wir dachten, das ist ein Thrift Store, aber nicht. Hier ist der Internet-Starbucks. Überall hier. Und jetzt laufen wir ungefähr noch eine halbe Stunde oder so zum Art and Science Museum. Sonst sind wir immer mit der MRT gefahren, aber heute haben wir uns entschieden, gucken wir uns mal ein bisschen die Stadt an und laufen wir mal ein bisschen. Also das hier ist das Gelände der Universität und das Gebäude hier hinten ist das National Museum. Und ja. Schon die Tribüne aufgebaut für das Formel 1 Rennen, das hier komplett auch durch Singapur geht. Echt ein super Spot mit einer sehr, sehr coolen Aussicht. Und Seekuchen. So sicher fühlen, weil wir hatten ja so ein bisschen Bedenken, wie das halt ist, weil hier alles überwacht wird und weil hier ist ja auch, gibt's ja auch noch immer die Todesstrafe und so. Außer wirklich alles sein Warumchen. Okay. Und wir fühlen uns hier wirklich so sicher, weil es gibt hier keine Leute, die einen dumm anmachen, vor allem wir auch als junge Frauen. Den haben wir jetzt im letzten Zug genommen. Kein Problem. Die alle Haltestellen werden jetzt sogar nochmal durchguckt, was auch niemand noch ist. Es gibt hier auch keine Obdachlosen. Wir waren jetzt wirklich schon so gut wie überall hier.
keinen einzigen Obdachlosen gesehen. Das System ist hier wirklich top. Also kannst du wirklich Deutschland und der Rest der Welt wirklich ein Beispiel von nehmen. Also wir sind heute auf den Ratschlag von unserem Tourguide beim Fahrradfahren in einem Gebäude, wo es nämlich kostenlos war, hochzukommen, nicht wie bei Marina Bay Sands. Da hat es nämlich irgendwie $20 Eintritt oder so gekostet. Hier ist kostenlos. Und es ist hier so ein Arbeitsgebäude und es ist echt mega. Also so sieht es hier aus. So kleine Oasen, wo die Leute hier immer so Pausen machen können, eben. Habt ihr schon den kleinen Gym-Dschungel gesehen? Und ja, so sind die Gebäude hier konstruiert und ist echt mega cool.